Ey, du Säge, bist so weit. Hallo und herzlich willkommen wieder hier aus der Bergwirtschaft Wildermann. Wir möchten neue Woche beginnen, natürlich die Pfingstwoche. Wir haben Pfingstmontag und auch zu Pfingsten machen wir natürlich einen wunderbaren Cocktail. Ich hoffe, euch war es nicht zu heiß vor dem PC. Ihr seid mal rausgegangen und habt vielleicht auch mal bei uns Hallo gesagt und habt unsere Cocktails probiert. Wir möchten heute einen absolut Erdbeer machen. Wie wir gerade wunderbar gesehen haben, habe ich hier schon etwas Erdbeerpüree, hausgemachtes Erdbeerpüree selbst gemacht und habe das direkt schon ins Glas eingefüllt. So, wir brauchen für unseren absolut Erdbeer natürlich, ein absolut Wodka, natürlich Erdbeersaft und Limettensaft, ähnlich wie beim Erdbeer der Kiri, aber wir machen das Ganze natürlich mit Wodka, deswegen absolut. So, wir starten mit Eis. 4 cl von unserem Wodka. Natürlich die Vorbereitung einwandfrei heute. cl von unserem Limes. Das ist ein Limettensaft. Wir können natürlich dann noch etwas Limettensaft dazugeben. Und 6 bis 10 cl von unserem Erdbeersaft. Das Ganze kräftig schütteln. Das ist was ganz Einfaches. Gerade jetzt, wenn es so schön heiß ist, kann man einen Cocktail wunderbar auf der Terrasse bei uns oder vielleicht auch zu Hause, aber natürlich lieber bei uns, genießen. Dann füllen wir das direkt schön langsam ins Glas, dass sich unten schön das Püree hält und der Cocktail schön aufgefüllt wird. Kann man zur Dekoration natürlich noch etwas Limette auch drüber träufeln. Wer es nicht mag, kann das Ganze weglassen. Etwas Limette schön drüber. So. Natürlich dekorieren wir das noch mit zwei schönen Erdbeeren. Strohhalme nicht vergessen. Und da wünsche ich noch einen schönen Pfingstmontag und einen wunderbaren Start in die kurze Woche. Schmecken lassen!